wunderbare Seele. Ich bin jetzt einfach glücklich. Ich habe mir einfach gerade mal dieses Büchlein wieder rausgeholt, weil eine Dame hat mich angeschrieben und sie hat gesagt, Simone, ich habe mir dieses Büchlein gekauft auf einem Satsang und es ist immer in meiner Handtasche. Und seit ich dieses Büchlein mit mir führe und immer mal wieder, wenn ich im Stau stehe, wenn ich im Café sitze, schlage ich das auf und sage, wende deine Konzentration nach innen. Ich bin zufrieden, wie ich bin. Ich bin zufrieden mit dem, was gerade ist. Und schon bin ich wieder in meiner Schöpferkraft. Ihr Lieben, dieses kleine Büchlein habe ich geschrieben. Oje, das ist schon eine ganze Weile her. Mit meiner wunderbaren Verlegerin Beate Forsbach. Oh, das ist schon die wievielte Auflage? Oh Gott, weiß gerade gar nicht. 2020. Und es ist so aktuell wie niemals zuvor. Ich hatte dieses Büchlein vollkommen vergessen. Wie finde ich den inneren Frieden? Warum ist Stille so wichtig? Was ist Bewusstsein? Wie mache ich mich frei von meinen begrenzenden Gedanken? Was kann ich bedingungslos annehmen und was nicht? Lehren ist Selbstannahme. Wow, wow, wow. Entwickle jetzt dein Potenzial. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich das geschrieben habe. Und ich freue mich jetzt einfach und diese Freude möchte ich mit euch teilen. Denn mein Traum ist es, dass so viele Menschen in ihre Großartigkeit kommen. Der Kurs in Wundern sagt uns, dass wir Schöpferwesen sind, dass wir heil sind, dass wir heilige Schöpferwesen sind. Weißt du, was das ist? Ein heiliges Schöpferwesen ist nicht in seinem kleinen, limitierten Ego-Gefängnis. Ein mächtiges Schöpferwesen strahlt in seiner Schaffenskraft, aber nicht, indem es sich zu Tode arbeitet, sondern indem es mit sich und der Welt in Liebe ist und diese Liebe ausstrahlt und diese Liebe verschenkt und ein Friedensbewusstsein hat. Ich wünsche mir, dass immer mehr Menschen dieses Bewusstsein entwickeln und in sich diese Kraft, diese Strahlkraft, diese Göttlichkeit neu entdecken. Was wäre das für eine Welt? Und ich wünsche mir, I have a dream, dass die Menschen endlich aus ihrer Lethargie aufwachen, fremdbestimmte Marionetten zu sein und meinen, sie müssten arbeiten gehen, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Was ist denn das? Wir sind Fülle, wir sind vollkommen. So kommen wir auf diese Welt. Jedes Baby, das auf diese Welt kommt, trägt alles in sich, was es braucht, bis die Konditionierung beginnt. Das kannst du nicht, dafür bist du zu klein, minderwertig, Schuldgefühle, Pflichtbewusstsein. Und dann werden wir immer kleiner, immer kleiner, immer kleiner gemacht. Warum? Warum? Ich wünsche mir, dass wir unsere Großartigkeit leben. Und der Kurs und das in die Handtasche, das nach Hause auf den Tisch, weil diese 1300 Seiten können wir nicht immer mit uns mitschleppen. Aber du kannst verinnerlichen, indem du still bist. Was bin ich? Wer bin ich? Was strahle ich aus? Und dann wirst du deine Beziehungen verändern. Du wirst deine finanzielle Situation verändern. Du wirst genau den Job finden, der deine Bestimmung ist. Er kommt nämlich zu dir, weil du ein Sog bist, ein Magnet für Fülle. Und dann bist du genau diese reine Liebe. Du bist gemeint. Das ist ein Geschenk, eine Gnade, die göttliche, universelle Energie dir geben möchte. Und wir sind oft gar nicht bereit dazu.
weil wir zu eng sind, zu verkrampft sind, zu müde sind, zu enttäuscht sind, zu traurig sind. Du bist kein funktionierender Hamster im Rad. Deine innere Freiheit kann dir niemand nehmen. Wenn du deine Stärke aus deiner inneren Freiheit beziehst, kann man dir alles wegnehmen und du baust alles innerhalb kurzer Zeit wieder auf, denn du bist nicht dieser Körper, du bist göttliches Bewusstsein. Aber nicht Ego-Bewusstsein, sondern das Heilige, das Große, das erschaffende Bewusstsein. So, ihr Lieben, das war's heute kurz und knapp, aber ich wollte einfach diese Freude mit dir teilen. Und unsere Wünsche werden Wahrheit. Immer mehr Menschen wachen jetzt auf. Und ihr Lieben, wir treten jetzt in das Wassermann-Zeitalter ein. Meine liebe Kollegin Silke Schäfer hat es in einem wunderbaren Video erklärt. Und jetzt geht's los mit dem Wassermann-Zeitalter. Es ist eine riesengroße Transformation und du bist ein Teil davon. Das Leben ist weder ungerecht noch brutal, noch nimmt es dir etwas weg. Das Leben möchte dich beschenken. Reich, jede Minute. Du darfst nur die Hände öffnen, wie Bruno Gröning sagt, und in Empfang nehmen. Bist du bereit? Bist du bereit, haben zu dürfen? Schöpferkraft, Reichtum, Wohlstand, innere Unabhängigkeit? Dann geht's jetzt los. Unten siehst du den Link zu unseren Satsangs. Komm vorbei. Oben ist der Link, ich glaube, oben ist der Link zu meiner Webseite. Da siehst du alle Satsangs nochmal aufgeführt und erklärt. Und da ist natürlich auch Satsang intensiv, dein Praktizieren 12 Wochen lang für deine innere Stabilität und Freiheit. Alles Gute für dich.